glaube, das passiert halt so, ne? Wenn man im Freien sitzt. Dann kommen Männer mit nackten Oberkörpern, Fischer und so weiter. Ich wollte euch immer mitnehmen hier an den See, aber jetzt merke ich, es ist vielleicht gar nicht so eine schlaue Idee gewesen. Ihr Lieben, ich freue mich so, heute ist so ein schönes Wetter und ich wollte unbedingt rausgehen und dann habe ich festgestellt, ich muss mich trotzdem in den Schatten setzen, weil die Kamera sonst nicht funktioniert, beziehungsweise ihr mich nicht sehen könnt. Und wenn ich aber mit dem Gesicht zur Sonne sitze, damit ihr mich gut sehen könnt, dann ist das Problem, dass ich nichts mehr sehe und meine Augen zu Tränen beginnen. Sowas aber auch. Hat alles so seine Tücken. Was auch so seine Tücken hat, ist eine Trennung trotz Liebe. Ich habe jetzt ganz lang so das Gefühl gehabt, von wegen, ich weiß gar nicht, was könnte denn ein nächstes Thema sein, worüber ich schreibe. Und dann kam Gott sei Dank diese eine E-Mail. Vielen Dank nochmal, dass ich die auch benutzen darf. Indem mir eine Frau schreibt, sie hätte den Mann ihres Lebens kennengelernt. Leider ist er tödlich krank und verweigert jede Beziehung. Mit der Begründung, er möchte einfach in Würde sterben und er hat Angst davor, ein Pflegefall zu werden und deswegen möchte er da auch jetzt keine Beziehung eingehen, auch wenn, also ihr Argument war, ich weiß doch, worauf ich mich einlasse und er verneint das einfach. Und sie hat mir geschrieben, dass es so schwierig ist, diese Trennung zu verarbeiten, weil eigentlich ist es wie in Hollywood, zwei Menschen, die sich lieben und irgendwie klappt es trotzdem nicht. Und ob ich dazu nicht was sagen kann. Und yes, 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 I can relate. Ich kenne das auf ganz anderer Ebene, aber doch natürlich auch. Und trotzdem ist eine Trennung trotz Liebe eigentlich wie jede andere Trennung auch. Und warum, möchte ich dir in meinem heutigen Beitrag, in diesem Beitrag mitgeben. Gehen wir es an. Gehen wir es an. Trennung trotz Liebe, das klingt so absurd, so unnötig. Ja? Zwei Menschen, die sich lieben, müssen doch alles auf die Reihe kriegen. Ja, ne? Da steckt ein Glaubenssatz dahinter, dass Liebe alles schaffen kann, Liebe alles überwinden kann. Und woher haben wir diesen Glaubenssatz? Ich werde nicht müde, das zu wiederholen. Wir haben ihn von Disney, wir haben ihn von Hollywood-Filmen, wer so wie ich mit Dean Martin groß geworden ist und viele andere mit Disney-Geschichten gefüttert worden ist, kennt die Geschichte, dass am Anfang immer alles schwierig ist und sich trotzdem dann am Ende alle wiederfinden. Warum? Weil Liebe ja bekanntlich alles überwindet. Na? Das Spannende ist, diese Filme hören in Wahrheit alle immer wieder auf, genau an dem Punkt, wo die ein Paar geworden sind und zeigen den Alltag nicht. Würden sie das tun, würde man erkennen, dass es nicht immer so einfach ist, wie man glaubt. Dass es Dinge gibt, die eine Beziehung unmöglich machen. Dinge wie den Wunsch in Würde zu sterben und die Angst davor, im Pflegefall zu werden und sich niemandem zumuten zu wollen. Dinge wie aber auch, ein Partner möchte ein Kind und ein anderer nicht. Dinge wie auch eine völlig inkompatible und meistens extreme, egal in welche Richtung, politische Einstellung, die nicht verträglich ist. Warum? Warum ist das so schwer? Das sind alles Dinge, die auf einer Werteebene in eine Beziehung hineinpreschen, die auf einer Werteebene einen wesentlichen Bestandteil des Charakters machen. Und alle, die meinen Videotrainer gebucht haben, im Übrigen, ihr wisst das, Ebene 4, neurologische Ebenen. Ja? Ebene 4, Werte und Glaubenssätze bestimmen im Wesentlichen die gesamte Pyramide des menschlichen Seins, der menschlichen Identität. Wenn hier was verquer sitzt und abweicht, ist es fast, Entschuldigung, mein Hund reißt die Kamera um. Das geht doch nicht. Lino. Wenn hier eine Divergenz besteht, ja, zwei Menschen sich nicht einig sind, kannst du das fast nicht vereinen. Ja?
ich für meinen Teil merke auch, dass, also es hat wirklich was damit zu tun, wie jemand auf Werteebene mit bestimmten Dingen umgeht. Werte bestimmen unser Leben, bestimmen unsere Identität, und wenn hier keine Übereinstimmung gegeben ist, ist es ganz schwierig, hier eine Beziehung zu führen, egal wie sehr du dich liebst. Die Leute, die mich länger kennen, die mich näher kennen, wissen, dass ich eine ziemliche Ökotante mittlerweile geworden bin und ich mich sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftige, sehr mit dem Thema Müllvermeidung, Ressourcenschonung, Wiederverwendung, Recycling und so weiter beschäftige. Ich könnte mein Leben lang nicht mit jemandem zusammen sein, der ungehindert vor sich hin konsumiert, von einem Black Friday zum nächsten hirscht, eine Kaffeekapselmaschine hat und den Klimawandel verneint. Das wird sich mit mir nicht ausgehen. Warum? Weil dieser Wert für mich so hoch ist, dass er mein gesamtes Familienleben bestimmt. Ja, der dahin geht, dass meine Tochter weiß, dass man Müll trennen muss und dass man Plastik nicht zum Geschirr, zum Glas dazu werfen darf und so weiter und so fort. Ja, wenn es hier auf der Werteebene solche Abweichungen gibt, kann man sich ansonsten lieben, wie man möchte. Man wird es nicht auf einen grünen Zweig kriegen. Ja? Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich trifft und so dermaßen unterschiedliche Wertvorstellungen hat und sich trotzdem verliebt, relativ gering. Ja, das war jetzt ein krasses Beispiel. Was man aber durchaus gut kennt, ist die Frage, ich möchte ein Kind, er nicht. Oder umgekehrt, er möchte ein Kind und sie nicht. Gibt es auch. Ja? All diese Dinge sind fast nicht auf die Reihe zu kriegen, weil sie ein Wertekonflikt sind. Die gute Nachricht dabei ist, wenn eure Konflikte auf einer anderen Ebene stattfinden, auf der Frage der Kommunikation, auf der Frage der Zeiteinteilung, auf Verhaltensebene sich begründen, kann man das hinkriegen. Ja? Sogar wenn die Trennung schon vollzogen ist, dann würde ich sehr dazu raten, sich das Ganze anzuschauen und zu fragen, macht es Sinn, hier sogar einen zweiten Anlauf zu nehmen? Ja, und das von mir. Ihr wisst, ich bin sehr kritisch bei Ex-Zurück-Geschichten. Ja. Die schlechte Nachricht ist, wenn es tatsächlich eine mangelnde Übereinstimmung auf Werteebene gibt. Das kriegst du nicht gebacken, leider. Ja. Was ist jetzt trotzdem die Problematik an der Geschichte? Ja, ich glaube, die Problematik an dieser Geschichte ist hauptsächlich im eigenen Kopf entstanden. Warum? Weil, wie ganz am Anfang gesagt, die Leute alle glauben, na, wenn sich zwei lieben, müssen sie doch alles hinkriegen. Ja, und dann ist doch diese Trennung so unnötig. Und was tut das? Es macht den Trennungsschmerz gefühlt größer. Ist der Trennungsschmerz bei einer Trennung trotz Liebe tatsächlich größer als bei einer anderen Trennung? Nein, natürlich nicht. Ja, der Schmerz ist um kein bisschen größer als bei jeder anderen Trennung. Das machst du in deinem Kopf, dass du sagst, na, aber der liebt mich doch und deswegen müssen wir das doch hinkriegen. Ja? Die Wahrheit ist, jede Trennung ist eine Trennung trotz Liebe. Einer liebt immer noch. Ich habe noch nie erlebt, dass zwei Menschen sich getrennt haben und beide sagen, Gott sei Dank, wir sind so erleichtert. Das soll zwar vorkommen, ich weiß, irgendwo geistert dieses Gerücht um, ja, erlebt habe ich es noch nicht. Aber vielleicht auch, weil die natürlich nicht in eine Beratungspraxis kommen. However, ja, in den meisten aller Fällen liebt einer, und zwar der, der verlassen wird. Ja. Im Übrigen auch in den meisten der Fällen, die ich kenne, liebt der, der geht. Mangelnde Liebe ist nämlich fast nie der Grund. Das hört man zwar so oft, aber es geht fast nie um mangelnde Liebe. Da geht es um Dinge wie eben, dass man sich verändert hat, dass auf einer bestimmten Ebene keine Passung mehr gegeben ist, ja? Dass keine Übereinstimmung mehr gefunden werden kann, dass sich ein gemeinsames Leben nicht mehr vorgestellt werden kann, weil tatsächlich die Paare, die sich ein gemeinsames Leben noch vorstellen können, die sich auf einer freundschaftlichen Ebene dermaßen schätzen, die sitzen bei mir in der Praxis und sagen, wir haben die Liebe verloren, wir würden die Liebe aber gern wiederfinden, wir wollen uns nämlich gar nicht trennen. Heißt,
mangelnde Liebe muss nicht mal ein Trennungsgrund sein. Unterm Strich ist es aber auch so, und das ist tatsächlich meine Überzeugung nach fast 10 Jahren Beziehungsarbeit in meiner Begleitungspraxis, in meiner Beraterpraxis. Es gibt eigentlich keinen Trennungsgrund, der jemals akzeptiert wird. Keinen. So ziemlich jeder Grund, der genannt wird als Trennungsgrund, wird von dem Partner, der nicht verlassen werden möchte, beantwortet mit, aber daran hätten wir doch arbeiten können. Nicht? Niemand will verlassen werden, absolut niemand. Unterm Strich sind die Gründe aber für die Verarbeitung einer Trennung in Wahrheit nie wichtig. Es geht immer nur um einen Punkt. Es geht immer nur darum, anzuerkennen, dass dein Partner, deine Partnerin eine Entscheidung getroffen hat. Eine sehr schmerzhafte Entscheidung für dich, eine sehr unbequeme Entscheidung für dich, aber eine Entscheidung getroffen hat. Und die Wahrheit ist, es ist völlig egal, ob er diese Entscheidung mit Liebe oder ohne Liebe getroffen hat oder vielleicht sogar gerade aus Liebe. Ihr wisst, dass die Texte zu den Videos oft anders sind als die Beiträge selber. Im Detail könnt ihr das alles nachlesen, was ich mir da noch so für Gedanken dazu gemacht habe, mit ergänzenden, weiterführenden Texten auf meiner Website. Wenn du gerade so eine Trennung verarbeiten musst, empfehle ich dir dringend, ich empfehle es immer wieder, ich werde nicht müde, das zu betonen, such dir Hilfe. Hol dir Hilfe. Es gibt unglaublich viele Angebote, angefangen von Gratiskursen, wie ich sie auch anbiete, hin zu Büchern, hin zu Videokursen, wie unter anderem auch ich sie anbiete, hin zu persönlicher Beratung, wie auch ich sie anbiete, ja, und viele andere auch. Such dir Hilfe. Ja, im Übrigen, by the way, lesen, schlechteste Wahl in der ganzen Geschichte. Ja. Ich habe so viele Leute, die immer zu mir sagen, ah, ich kaufe mir lieber dein Buch als deinen Videokurs, weil ich lese lieber, als dass ich schaue. Leute, das ist ein Missverständnis. Es geht nicht um Lesen, es geht um Lernen. Und Lernen, wenn Lernen rein aus Lesen funktionieren würde, hätten wir alle keine Lehrer in den Schulen. Dann würde jede Uni euch einfach nur ein Skript zur Verfügung stellen und sagen, da lernen. Ja? Lesen ist nicht Lernen und Lernen ist das, worum es geht nach einer Trennung. Lernen, den Schmerz zu verarbeiten, lernen, die richtigen Gedanken zu denken, lernen, mit dem Leben umzugehen. Auch wenn es gerade nicht schön ist. Ne? Ihr Lieben, ganz viel Herz und Mut für euch. Für heute lasse ich es gut sein.